Athen arbeitet an neuen Reformvorschlägen. Der griechische Ministerpräsident Alexis Tsipras und seine Kollegen aus dem Kabinett trafen sich in der griechischen Hauptstadt, um ihr Vorschlagspapier, das Steuererhöhungen und Rentenreformen beinhalten könnte, zu finalisieren. Mit dem neuen Programm will die griechische Regierung die Basis für ein neues Hilfsprogramm schaffen und den Verbleib im Euro sichern. Der griechische Verteidigungsminister Panos Kamenos bestätigte die Fortschritte der Gespräche. Alles läuft gut, niemand sollte besorgt sein. Alles wird gut, sehr bald wird alles gut sein. Deutschland lehnt eine Streichung griechischer Schulden nach wie vor ab. Bundeskanzlerin Angela Merkel bestärkte ihre Position in dieser Frage am Donnerstag in Sarajevo. Ich habe allerdings auch gesagt, dass ein klassischer Haircut für mich nicht in Frage kommt. Und das hat sich zwischen vorgestern und heute auch nicht geändert. Angela Merkel betonte, der EU-Gipfel zu Griechenland am Sonntag werde ein entscheidendes Treffen sein. Was Sonntagabend anbelangt, so ist es mir völlig unmöglich, darüber Spekulationen anzustellen. Es wird eine entscheidende Sitzung sein, eine wichtige Sitzung. Man darf nicht vergessen, die Menschen in Griechenland leiden im Augenblick. Die Banken sind geschlossen. Und wir haben als Politiker alle die Pflicht, Entscheidungen zu treffen. Merkel sagte auch, was den Antrag der griechischen Regierung auf Hilfen des Euro-Rettungsfonds ESM angehe, so sei sie derzeit nicht in der Lage zu beurteilen, ob er ausreichend sei.